Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch auf ein paar Betriebsarten von DC-DC-Wandlern eingehen. Dazu möchte ich kurz nochmal zurückgehen zu diesen drei Grundschaltungen. Das werden nicht die ersten sein, die wir analysieren. Das heißt, wir haben gesehen, dass diese drei Grundschaltungen jeweils das im Schalter, Diode und Induktivität, und je nachdem, wie die angeordnet sind, kriegen wir halt unterschiedliche Verhältnisse zwischen Ein- und Ausgangsspannung. Hier der Tiefsetzsteller, Abwärtswandler mit einer kleineren Ausgangsspannung als der Eingangsspannung, der Hochsetzsteller, Aufwärtswandler mit einer größeren Ausgangsspannung als der Eingangsspannung und der Inverswandler mit einer Spannung, die größer oder kleiner sein kann, betragsmäßig als die Eingangsspannung, aber eine andere Polarität hat. Und hier sehen wir, wir haben also einen Schalter, Diode und eine Induktivität. Und tatsächlich, wenn man die jetzt analysiert, gibt es für diese einfachen DC-DC-Wandler nur im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie sich der Betrieb ändert. Und die unterscheidet man anhand dem Stromverlauf in dieser Induktivität. Das heißt, wir sehen hier, ich habe bei allen Schaltungen hier eine Induktivität und dort den Strom IL in dieser Induktivität. Und tatsächlich kann man anhand von diesem Stromverlauf jetzt zwei wesentliche Betriebsarten unterscheiden, und zwar den sogenannten CCM-Betrieb, den nicht lückenden Betrieb, und den DCM-Betrieb, den lückenden Betrieb. Die werden unterschieden anhand des Stromverlaufes IL in der Induktivität. Und das sieht bei allen diesen drei Schaltungen gleich aus, kann man auch übertragen auf andere Schaltungen letztlich. Aber wir gucken jetzt zunächst diese drei an. Was bedeutet das? Zunächst der CCM-Modus, die Abkürzung steht für Continuous Conduction Mode, bedeutet, dass wir einen Stromverlauf haben in der Induktivität, der hier so dreieckförmig verläuft, wie vorhin schon dargestellt. Tatsächlich wird während des einen Intervalls immer, während der Transistor eingeschaltet ist oder der Schalter ein, wird hier an der Stelle die Spannung zunehmen an der Strom zunehmen an der Induktivität, weil eine positive Spannung angelegt ist, und während des zweiten Intervalls wird dann hier an der Stelle der Strom abnehmen, weil wir eine negative Spannung anlegen, und hier haben wir das Spannungszeitflächengleichgewicht. Wichtig also zunächst mal, Continuous Conduction Mode heißt, der Strom in der Induktivität ist dreieckförmig und ist zu jedem Zeitpunkt größer als 0. Das ist das wesentliche Eigenschaft. Das heißt, wir haben hier immer einen momentanen Wert, der größer als 0 ist. Und in diesem Fall wird bei allen DC-DC-Wandlern das Verhältnis UA zu UE nur vom Tastverhältnis abhängig sein, falls wir verlustlose Schaltungen voraussetzen. Das ist jetzt die einzige Einschränkung, die wir hier machen müssen. Das heißt, tatsächlich in diesem Betriebszustand haben wir bloß zwei Zustände, zwei Schaltzustände, und das Verhältnis von Ein- und Ausgangsspannung wird nur bestimmt sein durch das Tastverhältnis, wenn wir eine verlustlose Schaltung annehmen. Und die beiden Zustände sind einmal Schalter ein, Diode aus, und dann der zweite Zustand ist Schalter aus, Diode ein. Eine andere Kombination kann es nicht geben. Und dann gibt es den sogenannten Discontinuous Conduction Mode. Tatsächlich, unsere drei Grundschaltungen haben hier jeweils eine Diode drin, die dann den Strom führt, wenn der Schalter geöffnet ist. Und es kann jetzt sein, vor allem wenn wir geringe Ausgangsleistungen haben, dass dann der Strom in der Induktivität zu 0 wird, bevor der Schalter wieder einschaltet. Und das ist dann der Discontinuous Conduction Mode. DCM-Modus werden wir hier benutzen als Abkürzung für diesen Discontinuous Conduction Mode, zu Deutsch lückender Betrieb. Was bedeutet das? Wir haben hier zunächst die beiden Zustände wie vorher auch. Wir haben den Zustand, wo der Schalter ein ist und die Diode aus ist. Das heißt, wir werden einen dreieckförmigen Verlauf haben. Schalter ein, Diode aus. Auch hier wird der Strom zunehmen. Dann haben wir den Zustand Schalter aus, Diode ein. Dort wird der Strom abnehmen, aber bevor der Schalter jetzt einschaltet, wird der Strom in der Induktivität zu 0 geworden sein. Weil aber in diesem Schaltzustand die Diode den Strom führt, wird diese ausschalten, und dann entsteht ein Zustand, wo wir zeitweise einen Strom in der Induktivität haben, der 0 ist. Das ist dann der diskontinuierliche Betrieb oder Discontinuous Conduction Mode, lückender Betrieb. Und da ändern sich jetzt die Schaltungscharakteristiken. Das heißt, tatsächlich wird nicht nur Folgendes passieren, dass wir hier drei Schaltzustände haben. Das heißt, hier ein Zustand, wo S aus und D aus ist. Wir werden auch noch Folgendes haben: Die Ausgangsspannung UA wird jetzt hier selbst bei einer verlustlosen Schaltung nicht mehr nur von UE und dem Tastverhältnis abhängen, sondern auch von der Frequenz und dem Lastwiderstand oder dem Laststrom an dieser Stelle. Das heißt, in diesem Fall kriegen wir eine starke Abhängigkeit von den Schaltungsgrößen. Es wird hier nicht mehr so direkt über das Tastverhältnis möglich sein, die Ausgangsspannung einzustellen, sondern diese wird lastabhängig sein, und wir kriegen drei Schaltzustände. Das sind also die Begriffe Continuous Conduction Mode, Discontinuous Conduction Mode, die wir später benutzen werden. Als letzte Anmerkung möchte ich noch was sagen zu einer systematischen Analyse von DC-DC-Wandlern, wenn wir diesen Continuous Conduction Mode betrachten. Das ist jetzt beim ersten Mal, wenn man das sieht, bestimmt verwirrend, wird aber klar werden, wenn wir Schaltungen berechnen. Das heißt, wir nehmen das erstmal so hin und werden das dann später
später bei Beispielen einfach durchführen und dann versteht man auch, was damit gemeint ist. Jetzt ist es mehr oder weniger so eine Art, in Anführungszeichen, Kochrezept, die man ausführen kann, wenn man systematisch so Schaltungen analysieren will. Wovon geht die aus? Man geht davon aus, dass man die Schaltung, insbesondere die Zeitverläufe, vereinfachen kann. Das heißt, wir gucken nochmal eine Induktivität an, Spannung und Strom in der Induktivität. Was uns interessiert, ist zum Beispiel der Stromverlauf. Wir nehmen wieder an, wir haben so einen dreieckförmigen Stromverlauf. Und jetzt ist die Idee, die jetzt hinter diesem Modell steht, man sagt, okay, diesen Stromverlauf kann ich eigentlich zerlegen in zwei Dinge. Einmal in den Mittelwert, das wäre dieser Wert, IL Mittel, und einmal in einen Wechselanteil, eine überlagerte, hier Delta IL, so gestrichelt dargestellt, einen überlagerten Wechselanteil. Und dann sage ich, okay, tatsächlich meine zeitlich veränderlichen Größen, insbesondere Spannungen an Kapazitäten und Ströme in Induktivitäten, ersetze ich, statt der exakten Verläufe rechne ich mit den Mittelwerten plus einer kleinen Welligkeit, einer kleinen Änderung und nehme dann an, für diese systematische Analyse, dass dieser Wert Delta IL Mittel, dass dieser Wert IL Mittel viel, viel größer ist als die Änderung Delta IL, die ich dort haben werde. Und das heißt, ich kann dann vereinfacht die Schaltung mit den Mittelwerten berechnen und das werden wir im Folgenden tun. Das heißt, tatsächlich ist das Vorgehen jetzt so, wenn man so eine Schaltung analysiert, wir nehmen an, dass alle Ströme in Induktivitäten und Kapazitäten und die Spannung an Kapazitäten durch ihre Mittelwerte ersetzt werden können. Dann machen wir Folgendes, wir zeichnen für die Schaltung die jeweiligen Schaltzustände und ermitteln die Spannung, Achtung, die Spannung an den Induktivitäten und die Ströme durch die Kapazitäten im jeweiligen Schaltzustand. Die werden natürlich abhängig sein von diesen Mittelwerten UC-Mittel und IL-Mittel. Und damit stellen wir dann eine Gleichung für das Spannungszeitflächengleichgewicht und für das Stromzeitflächengleichgewicht auf. Und mit diesen beiden Gleichungen können wir dann diese Mittelwerte berechnen und haben dann für Mittelwerte unsere Schaltung analysiert. Und darauf aufbauend kann man dann die Effektivwerte berechnen und den Energiefluss berechnen und hat ein grobes Gefühl für die Dimensionierung der Schaltung. Wir können dann auch die Kondensatoren und Induktivitäten berechnen, dass wir sagen, okay, ausgehend von den Mittelwerten legen wir dann fest, wie groß darf diese Welligkeit sein und können damit das dimensionieren. Das wird die Vorgehensweise sein, ist jetzt vielleicht beim ersten Mal, wenn man sieht, ein bisschen noch nicht nachvollziehbar, wird dann aber klar werden, hoffentlich, wenn wir es anwenden. Jetzt noch ein paar Ergänzungen. Man kann auch diese Modelle dann nutzen, um Schaltung mit Verlusten zu berechnen. Das werden wir auch tun. Das heißt, wenn wir Verluste berücksichtigen, werden wir Ersatzschaltbilder benutzen für unsere Elemente, um Verluste zu modellieren. Zum Beispiel eine Induktivität kann ersetzt werden in einem vereinfachten Modell, wenn wir Verluste rein modellieren, durch die Serienschaltung aus der idealen Induktivität plus einem Kupferwicklungswiderstand RL. Das sind zwar erstmal bloß die Gleichstromverluste, aber das wäre so ein Verlustmodell. Dann haben wir andere kennengelernt, hier zum Beispiel Ersatzschaltbilder, dass wir gesagt hätten, okay, eine Diode kann zum Beispiel ersetzt werden durch das Modell ideale Diode, lassen wir mal weg, durch eine Schwellspannung und einen differentiellen Widerstand. Und auch diese Elemente können wir dann reinbringen in das Gleichungssystem und das ausrechnen. Dann könnte man tatsächlich auch die Verluste berechnen oder auch die Spannungsübertragungsfunktion in Abhängigkeit von Verlusten. Das ist die erste Anmerkung, auch das werden wir in einem Beispiel machen. Und dann eine letzte Anmerkung, später, wenn wir isolierte DC-DC-Wandler betrachten, werden wir Transformatoren haben. Und da müssen wir jetzt aufpassen, tatsächlich bei Transformatoren oder auch sogenannten gekoppelten Speicherinduktivitäten haben wir Induktivitäten, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, zum Beispiel die Hauptinduktivität des Transformators. Und für die müssen wir jetzt an dieser Stelle auch eine Gleichung für dieses Spannungszeitflächengleichgewicht aufstellen. Das heißt, so ein realer Transformator wird dann ersetzt durch ein Modell zumindest, dass wir sagen, wir haben dort die Hauptinduktivität plus die Parallelschaltung mit einem idealen Trafo. Das heißt, das hier wäre LH, die Hauptinduktivität, und das wäre der ideale Trafo. Und dann rechnet man hier diesen idealen Transformator mit seinem normalen Übersetzungsverhältnis und muss halt hier für die Hauptinduktivität auch dieses Spannungszeitflächengleichgewicht benutzen.